100 Ehrenamtliche engagieren sich beim Bündnis Hoyerswerda hilft mit Herz. Nicht mitgezählt sind dabei die zahlreichen Spender, die regelmäßig Sachen, Küchenutensilien, aber auch Möbel für die Asylsuchenden zur Verfügung stellen. Da das Bürgerbüro aufgrund der Vororthilfe in den Heimen nur einmal wöchentlich besetzt ist, soll künftig die Internetplattform Help2 bei der Koordination von Angebot und Nachfrage helfen. Dabei greift man auf eine Seite eines Brandenburger Vereines zurück. Wir haben uns getroffen in Berlin auf dem Zukunftskongress damals, der sich mit dem Thema Integration und Migration beschäftigt hatte. Man ist ins Gespräch gekommen, man hat gesehen, okay, es passt, was wir uns vorstellen, was wir benötigen. Elektronisch, der Verein hat uns das kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir haben auch gesehen, dass die Akzeptanz und das Angebot dieser Homepage auch bundesweit sehr hoch ist. Halt nur, wie gesagt, in Sachsen neben Hoyerswerda nur die kreisfreie Stadt Leipzig mit anbietet. Dass sich Hoyerswerda auf der Seite präsentieren darf, ist wohl schon so etwas wie eine kleine Auszeichnung für das Engagement vor Ort. Denn eigentlich sind hier neben den kreisfreien Städten nur Landkreise vertreten. Ganz so groß wollte man es von hier aber nicht angehen. Trotzdem hofft das Bündnis natürlich auch auf Angebote aus dem Umland. 10 Menüpunkte sind auf der Seite als grobe Orientierung hinterlegt. Mit Benutzername und selbst festgelegtem Passwort kann hier alles schnell und bequem eingestellt werden. Am dringendsten, ja. Also Sachen werden immer benötigt. Jetzt die Kinder halt, das Spielzeug. Ansonsten Zeit wäre schön, wenn jemand Zeit hat. Wenn jemand die Zeit sich nimmt, Paten zu betreuen. Wenn jemand sich die Zeit nimmt, Deutschunterricht zu geben oder einfach mal nur in den Tierpark zu gehen. Es gibt auch viele junge Leute, die unbetreuten minderjährigen Flüchtlinge, dass sich vielleicht auch Jugendliche finden, die sich mit denen befreunden und eventuell auch mal zeigen, wie gehe ich in die Stadtbibliothek und zeige mal die KUFA und sowas. Auch wenn die Zahl der Asylbewerber weiterhin rückläufig ist, aktuell leben in der Stadt rund 600, sind diese Menschen von unserer Hilfe abhängig. Denn auf ihrer Flucht konnten sie ja kaum etwas mitnehmen. Die Asylbewerber, die das Asyl bewilligt bekommen, müssen sich komplett eine neue Wohnung einrichten, bekommen dazu die Unterstützung vom Jobcenter, sind aber auch auf Sachspenden angewiesen, weil sie sind ja mit nichts gekommen. Die haben keine Bettwäsche, die haben keine Handtücher, die haben nichts Eigenes. Das muss alles neu gekauft werden. Kochgeschirr, alles. Wie bereits erwähnt, Sachspenden sind immer gefragt und schnell eingestellt. Ein Foto wäre neben der Beschreibung von Vorteil. Richtig. Es erleichtert zum einen die Arbeit auch des Bündnisses, da man ja personell nicht allzu breit aufgestellt ist. Es erleichtert dahingehend auch die Arbeit, dass nicht immer jemand vor Ort nochmal zu demjenigen, der das Angebot eingestellt hat, nochmal hin muss, sich das angucken kann. So haben wir gleich visuell, okay, ist es für uns praktikabel und ist es auch für denjenigen, für den wir es eventuell vorgesehen haben, auch geeignet. Das Internetportal ist in Hoyerswerda in erster Linie für die Flüchtlinge gedacht. Aber auch jeder Bedürftige kann darauf zurückgreifen, betonen die Initiatoren. Die Angebote, die eingestellt werden, die können sowohl von den Hilfesuchenden selber, also der Hilfesuchende selber kann mit demjenigen, der das Angebot eingestellt hat, auch Kontakt aufnehmen. Zum einen wurden auch Gesuche eingestellt von seitens des Bündnisses und auch seitens der AWO, die sich ebenfalls auf dieser Plattform präsentieren. Und sobald jemand an die AWO herantritt und sagt, okay, wir haben das, was ihr gesucht habt, dann tritt natürlich die AWO mit dem Anbieter in Kontakt. Aber generell kann es jeder nutzen, jeder Hilfesuchende in Hoyerswerda und natürlich auch unsere Mitinitiatoren. Also sprich, die RA ist ja mit im Boot, die Evangelische Kirche, Stadt Hoyerswerda und auch das Bürgerbündnis. Eine besondere Bitte geht übrigens an die Vereine der Stadt. Trainingszeiten, an denen Asylbewerber teilnehmen können, sollten auf der Hilfeplattform eingetragen werden. Immerhin ein Drittel der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche, die durch Sport und Kontakte doch deutlich schneller integriert werden und sich dann hier auch wohlfühlen können.